willkommen bei Friendly Mr. Z. Heute habe ich wieder einen Blend mit dabei und zwar von Johnny Walker, ein Black Label. Und zwar den Isla Origin Whisky, ja. Ja, da gibt es verschiedene Abfüllungen von, also nicht nur die Isla Edition, sondern da gibt es halt noch eine Lowland, eine Highland und eine Speyside Abfüllung. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja gut, die haben ja von Johnny Walker eigentlich schon eine Black Label Abfüllung, nämlich, kurz mal zeigen, nämlich den Kandidaten hier, ne, Johnny Walker Black Label, kennen wir, ist auch 12 Jahre alt, ne, ja, ist halt interessant, weil die wollten halt diese Abfüllung halt machen, um einfach so den Charakter der jeweiligen Region oder Whisky-Region halt einzufangen, ne. Also ganz einfach gesagt, wir haben hier eine Abfüllung von Isla und man will halt mit dieser oder mit diesem Isla Malt, Blended Malt, quasi ja, den Grundcharakter von Isla einfangen, um den halt zu präsentieren. Auch wieder wie üblich bei Johnny Walker, ne? Schraubverschluss. Auf die Farbe müssen wir nichts geben, weil ist nämlich gefärbt. Also ist zwar schön dunkel und holt einen wieder total ab, aber ist halt leider gefärbt. Hat schmale 42 Umdrehungen und ich finde das Design schon mal ganz cool, ne? Also die Flasche mag ich, mag dieses Label, dieses blaue Label finde ich cool. Auch der Karton macht echt was her, ne? Weil da sieht man halt, ist halt genau Isla drauf abgebildet und da sieht er halt auch schon die Markierung, ne? Mal kurz gucken, da. Ne? Da ist das halt blau markiert, damit man halt weiß, woher das halt kommt und so rund. Um den Karton rum sieht man halt so, ne, welche Distillen da enthalten sind zum Beispiel, ne, oder was da für ein Klima herrscht und so weiter. Ne? Also sehr informatives Design, muss ich sagen. Und wie gesagt, mich holt halt dieses glänzende, ja, es ist wieder so eine geriffelte Oberfläche, das kann man halt anfassen und so. Ne? Ist halt schon wieder toll gemacht, aber wabbeliger Karton. Tja. Ah ja, witzig ist übrigens, der ist innen drin sogar noch verstärkt, um euch das nochmal zu zeigen. Der Karton ist verstärkt, aber trotzdem wabbelig. Also schade, hat nicht so funktioniert, wie man sich das vermutlich gedacht hat. Gut, was ist denn jetzt hier so genau drin? Also wir kriegen hier als Grundlage Lagavulin und Kalila. Was sonst noch drin ist, steht nicht da drauf, aber angeblich ist es halt aus diversen Isla-Brennereien. Das sind ja jetzt nicht so viele. Aber wie gesagt, also Grundlage dieses Blended Malt, also ist kein Grain enthalten, ist Lagavulin Kalila. Ja, preislich immer wieder jetzt im Angebot gewesen in letzter Zeit, liegt der so bei 25 bis 30 Euro. Es gibt auch Literbuddels. Das hier ist jetzt eine 07 Flasche, aber kriegst du auch als Literflasche und dann kostet die, glaube ich, auch 35 Euro oder was. Also preislich kann man da jetzt nichts sagen. Ne? 12 Jahre alt, ist ein Blend, Johnny Walker, da weiß man in der Regel ja, was man so kriegt. Ja, ich glaube, bis auf den Red Label, der echt in unserem Tasting relativ schlecht abgeschnitten hat, was heißt relativ schlecht, ich glaube, der war trotzdem dritter Platz oder so, aber ich fand ganz ehrlich, bei dem Vergleich fand ich zum Beispiel den Quimago am besten, halt den 3 Jahre alten, ne, für 6 Euro, keine Ahnung was. Naja, aber den hier wollte ich halt haben, weil, wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin momentan auf so einem Peat-Trip, ja, und probiere mich durch ganz viele rauchige Abfüllungen, also nicht nur rauchige, ihr wisst ja, ihr seht, auf meinem Kanal gibt es ja alles Mögliche mittlerweile, also Bourbon wurde sich jetzt schon so oft gewünscht, habe ich jetzt mal umgesetzt, kommt auch super gut an, freut mich. Und ja, Peated wird sich auch ständig gewünscht und deswegen habe ich halt auch jetzt mal wieder mal was, ja, für den kleinen Geldbeutel wieder mitgebracht, ne? Weil wie gesagt, 25 Euro, kann es eigentlich nichts sagen. Ich habe ihn schon mal noch ein bisschen günstiger gesehen, aber das war wahrscheinlich nur mit so Rabattangeboten und so, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich würde sagen, genug wieder erzählt. Wir halten jetzt mal die Nase rein, gucken, was wir so im Glas haben und vor allen Dingen in der Nase. Finde ich total spannend. Das erste, was ich gerochen habe, wirklich das allererste, war für mich ein Artback. Also, ich würde schwören, dass ich Artback rieche. Manchmal ist das Bauchgefühl ja auch richtig. Vielleicht ist ja auch Artback der drittgrößte Anteil in diesem Blend. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Aber erster Eindruck ist auf jeden Fall Artback und den Kalila riechst du auch schon raus.
Lagavulin finde ich noch schwierig rauszufinden, aber so Kalila auf jeden Fall. Artbeck würde ich auf jeden Fall sagen. Aber er hat halt so, so einen sehr würzigen, salzigen Rauch. Ne? Also der Rauch ist schon sehr präsent, aber der ist halt nicht so schmierig, nicht so dreckig, nicht so kantig. Der ist gefällig, das ist ein gefälliger Rauch. Also vor allen Dingen diese maritime Note, die der so mitbringt, das ist so eher so wirklich so, kennt ihr, wenn, genau, das ist eine gute Beschreibung, weil ich finde, so ähnlich riecht das. Wenn du mal am Meer warst, ne, und dann hast du ja, nehmen wir jetzt mal an, da gibt es halt so, ja, du hast so Steine und du hast da so Holz liegen und da bleibt halt so Algen und Seetang bleibt da drauf liegen, ja? Und da trocknet so in der Sonne an. Das ist so dieser Geruch, den ich mit maritim beschreiben würde bei diesem Whisky, ja? Also diese maritime Note ist für mich so trockene Algen, trockener Seetang, der irgendwo am Strand liegt und so fast ausgetrocknet ist schon. Das ist diese maritime salzige Note, die ich halt kriege. Und der kriegt halt unfassbar viel Zitrusnoten und deswegen bin ich halt schon sehr beim Kalila, weil der hat ja auch diese Zitrusnoten. Aber sonst macht der schon in der Nase echt ein bisschen Spaß, aber man muss auch sagen, der Rauch wird immer weniger, ne? Also der Rauch bleibt nicht so präsent, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Ist aber okay, also auch vom Alkohol finde ich, ist halt sehr gut eingebunden. Also ich habe fast nichts in der Nase. Also bei gut 42%. Aber wir wissen ja, gibt ja auch andere Abfüllungen, wo es wesentlich intensiver ist, auch bei 40%. Aber hier ist okay. Also wie gesagt, der hat auf jeden Fall so eine feucht, nasse, maritime Note. So ein bisschen, also der Rauch, der baut halt ein bisschen ab. Diese Zitrusnoten sind dabei. Eine gewisse Würzigkeit hat der noch, aber das war auch schon. Würde ich schon fast unter, könnte Easy Drinking Whisky sein, aber wissen wir noch nicht. Also gefallen tut er mir auf jeden Fall, muss ich sagen. Ja, es ist halt einfach unkompliziert. Ich glaube, da kann man sich jetzt nicht stundenlang mit beschäftigen. Der ist einfach zum Trinken gemacht. Deswegen probieren wir jetzt auch einfach mal, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Slanger. Schade. Um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, verbrannte Holzkohle in Wasser eingelegt. Das war's. Mehr ist da nicht. Ich krieg keinen anderen Geschmack, außer total wässrig. Der schiebt hinten noch ein bisschen, also der wärmt ein bisschen. Aber total wässrig. Schmeckt einfach nur nach Holzkohle. Na, schmeckt nach Holzkohle in Wasser eingelegt. Ne, es gibt so ein, ich habe so ein Raucharoma. Das wird aus geklärter Holzkohle gemacht. So gereinigte Holzkohle nimmt man dafür. Und daraus macht man dann so eine Art Konzentrat. Wenn du das einfach mal, so einen Tropfen davon in Wasser packst, hast du genau das hier. Ich habe keinen anderen Geschmack. Gefällt mir nicht. Also das finde ich langweilig. Also ganz ehrlich, also wenn ich hätte, dann kann ich auch einfach ein Stück Holzkohle lutschen, essen, kauen und wieder ausspucken. Da, also die Nase sagt mir viel, viel mehr als der Geschmack. Das gibt's gar nicht. Also wirklich, wenn du jetzt an der Nase riechst, da kommt dir richtig die Zitrusnote noch durch. Richtig Zitrone. Richtig noch diese leichte Rauchnote. Aber geschmacklich, verstehe ich gar nicht. Ich probiere nochmal einen Schluck.
Ey, sorry. Also beim zweiten Schluck würde ich jetzt sagen, in diesem Wasser mit Holzkohle ist noch so ein leichter Spritzer Zitrone drin. Das war's. Ganz ehrlich, wofür habe ich das abgefüllt? Da hätte ich mir auch sparen können, ganz ehrlich. Also hätte man auch einfach sagen können, ja, verblenden wir vielleicht in was anderes rein oder so. Oder nehmen wir für, keine Ahnung, Red Label. Aber das hier, ne. Das ist einfach nix. Das schmeckt einfach nicht. Das ist wirklich, also, okay. Ich sag mal so, wenn du darauf stehst, nur, also, Holzkohlegeschmack zu haben, der stark verdünnt mit Wasser und ein Spritzer Zitrone drin, ist das genau dein Whisky. Für alle anderen kann ich nur empfehlen, Finger weg, kauft euch lieber was anderes für die Kohle. Also von mir kriegt der, die Nase fand ich echt toll, aber für den Geschmack, sorry, das geht, also der geht für mich nicht. Finde ich nicht cool. Ne? Also der holt mich überhaupt nicht ab. Also hier bin ich echt bei 1 bis 2 Daumen hoch. Wirklich nicht, ich würde sogar eine 1 geben, aber ich finde die Nase ist noch gut. Deswegen ist er nicht ganz durchgefallen, aber ganz ehrlich, dafür, ganz ehrlich, da komme ich mir einfach verarscht vor. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ihr den fandet oder ob ihr da irgendwie einen anderen Eindruck von hattet, aber meins ist es nicht, mich holt der überhaupt nicht ab. Ich habe so tolle rauchige Whiskys probiert, die wirklich lecker waren, die wirklich toll gemacht waren, aber das hier ist echt, keine Ahnung, das muss man einfach nicht kaufen. Also, sorry Leute, auch wenn der im Angebot ist, lasst ihn einfach stehen und nehmt für die Kohle was anderes mit. Ne? Also, da könnt ihr euch lieber, keine Ahnung, Kaulila 12 holen oder so und die 5 Euro mehr bezahlen. Der kostet ja 30, 35 Euro oder was. Oder, keine Ahnung, einen günstigen Artback oder so. Ich glaube, da fährst du besser mit als hier mit. Also, sorry, absolut nicht meins. Wie gesagt, wer Erfahrung damit hatte und vielleicht die ähnliche Erfahrung hatte, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Aber wie gesagt, mich holt der überhaupt nicht ab und ich bin super enttäuscht davon. Vor allen Dingen, auch der soll 12 Jahre alt sein. Keine Ahnung, also du hast halt jetzt kein Brennen von einem jungen Whisky oder so, aber trotzdem, der macht halt einfach keinen Spaß, der Whisky. Der macht keinen Spaß. Das ist einfach wie eine Bestrafung gerade, wenn du den trinken musst. Ich habe auch jetzt, der Abgang ist wirklich lang, der hält ewig an, aber es schmeckt alles nur nach verbrannter Holzkohle. Ich habe wirklich verbrannte Holzkohle nur im Mund, geschmacklich, mehr nicht. Und das zieht sich unfassbar lang für einen Whisky, der halt einfach nur ein Blendes 42% hat. Finde ich das wirklich erstaunlich, dass er so einen langen Abgang hat. Aber wenn der Abgang halt nur verbrannte Holzkohle ist, habe ich da auch nichts von. Gut, ja, schade drum, schade um die Kohle. Ich würde sagen, ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, folgt mir bei Instagram und bei Facebook und ich habe natürlich auch meine eigene WhatsApp-Community-Whisky-Gruppe. Wenn ihr da mitmischen wollt und mitmachen möchtet, schreibt mich gerne an, ich lade euch sehr gerne dazu ein. Und jetzt sage ich einfach, ich wünsche euch noch eine angenehme Zeit, euer Friendly Mr. Z.